Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren This Setting Crew Video. Und heute ist ein Video, auf das ich echt lange gewartet habe, denn wir haben ein Auto von uns von Elite Wrap abgeholt und es ist extremst böse. Aber als erstes, schaut euch mal das T-Shirt hier an. Ich komme mal ein bisschen näher, dass man das auch gut sieht. Wie cool ist das bitte? Hier haben wir unseren M2 CS und da unseren 620R und hinten Elite Wrap X The Satin Crew. Das haben wir von denen als Geschenk bekommen und ich finde es einfach Hammer. Es sieht so cool aus. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Aber jetzt gibt es mal so einen kleinen Teaser vom Auto und dann sprechen wir über den Wagen, der da steht, den ihr aber noch nicht seht. Ich hoffe, euch haben die Teaser-Shots von unserem AMG GT63 S4matic Plus gefallen. Wie ihr sehen könnt, wir haben uns entschieden und haben ein Top-Car-Body-Kit bei dem Auto anbauen lassen. Das ist das Inferno-Kit. Wir haben zwar nicht jedes Teil, aber wir haben die Teile, die wir am besten finden, in dem AMG Gloss Carbon, so wie Top-Car das nennt. Und das Endresultat ist einfach unglaublich. Und jetzt zeige ich euch die Details. Als allererstes starten wir mit der Front von unserem AMG. Und wie ihr sehen könnt, der ganze Frontsplitter ist neu, aber es wurde der ganze Frontbumper hier an sich komplett ausgetauscht, neu schwarz lackiert und dann PPF drüber gezogen. Also das ganze Teil von hier ist komplett neu, nicht mehr von AMG, aber ist relativ egal, denn die Jungs von Top Gear haben es einfach so perfekt gemacht und das ganze Teil hier ist jetzt voll Carbon. Wie ihr sehen könnt, hier hat man jetzt auch eine zweite Lichtleuchte unter dem Hauptscheinwerfer vom Auto, was sehr cool aussieht, vor allem wenn man die Warnlichter anhat oder einfach das Daylight, leuchtet das jetzt hier drunter und das gibt dem Auto ein bisschen mehr Tiefe. Das Auto sieht flacher aus und aggressiver. Genau wie die Kanten, die jetzt hier alle integriert sind in das Design, die ganzen Struts, die man hier vorne hat, es sieht einfach unglaublich toll aus. Und ein Feature, was Top Car auch hat, ist der Carbon-Nummernschildhalter. Den finde ich sehr, sehr cool. Habe ich jetzt bei Brabus, Mansori oder anderen Marken noch nicht gesehen. Und damit hat man wirklich den besten Finishing-Touch, denn alles hier vorne besteht jetzt komplett aus Carbon. Aber der Grill von unserem GT wurde natürlich auch schwarz foliert. Der Stern an sich ist silber geblieben, aber der Rest ist komplett gloss-schwarz, damit man einen guten Kontrast von dem Carbon zum Satin Black hat. Und ja, so sieht es am Ende für uns am besten aus. Ausschlaggebend für uns, das Top Car Inferno Paket zu nehmen bei dem GT63, war die Motorhaube. Denn das Teil sieht so brutal aus. Wir haben jetzt eine komplett Carbon Motorhaube bei dem Auto. Wie ihr sehen könnt, hier sind kleine Carbon Inlets, die es alles nochmal viel aggressiver machen. Hier haben wir zwei kleine Hutzen, die auch so abstehen und von der Seite sieht das Auto damit so brachial gut aus. Auch unsere Haube, auch wenn sie jetzt gerade schwarz ist, ist voll Carbon. Wir haben uns nur entschieden, die einmal schwarz lackieren zu lassen und dann das PPF drüber ziehen zu lassen, damit man halt einen schöneren Kontrast zu dem Carbon hat und damit es nicht so stark in die Tuner-Schiene reinrutscht. Aber wir machen jetzt mal die Motorhaube auf, denn da ist ein ziemlich cooles Feature. Ich muss erstmal den Catch finden, weil der ist sehr, sehr weit hinten bei dem Auto. Ein sehr cooles Feature, denn hier ist Camouflage Carbon drin. Hoffentlich könnt ihr das sehen mit der Sonne, aber hier grau-schwarzes Carbon im Camouflage-Style. Habe ich so vorher noch nicht gesehen. Dafür sind die Jungs von Top Car bekannt. Das ist einfach ein mega cooles Feature, auch wenn man es jetzt nicht jeden Tag sehen kann, außer man macht die Motorhaube auf. Und auch hier das ganze Carbon ist einfach der absolute Oberhammer. Und was auch sehr, sehr nice ist, wenn man mit dem Auto fährt und die Haube zu ist, logischerweise beim Autofahren, kann man so ein bisschen unter die Motorhaube schauen und sieht das ganze Carbon. Einfach toll, einfach überzeugend und wir lieben wirklich das Kit. Und durch dieses Auto sind wir am Überlegen, ob wir auch was bei unserem G63 machen sollten mit Top Car. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Stelle beim Auto. Das nächste Detail haben wir jetzt hier vorne an dem Kotflügel, auch wieder komplett aus Carbon. Es ist sozusagen optisch ein kleiner Lufteinlass, aber ist es nicht. Vielleicht kennt ihr es noch von dem Video, was ich damals gemacht habe von unserem GT63S, dass ich das Teil, was hier von AMG drauf war, also das V8 Biturbo, fand ich einfach wirklich nicht schön. Es war einfach nur ein Stück Plastik und sah echt nicht gut aus. Top Car hat hier wirklich eine coole Lösung gemacht, ein schönes massives Stück Carbon hier drauf geklebt. Hier ist auch das Logo von Top Car, welches ein Hai ist, aber der Hai sieht manchmal ein bisschen aus wie ein Delfin, aber dafür sieht das Auto umso aggressiver aus. An dem Inferno Body Kit gibt es einfach so viele schöne Elemente und Details, die wir einfach lieben.
Und jetzt geht's weiter mit dem Seitenschweller. Der ganze Seitenschweller von dem GT wurde ausgewechselt. Und jetzt haben wir hier unten alles auch wieder aus Vollcarbon mit dem kleinen Designelement hier und dann da hinten die Lufteinlässe, die Patrick jetzt mit einem Bild schön einblenden wird, die auch wirklich sehr aggressiv aussehen und die sind auch perfekt für den Airflow, den das Auto hat, und der hat auch einen aerodynamischen Grund dahinter. Das ist also nicht nur für Show bei Top Car, hilft für Downforce und sieht einfach mega aus. Hier hinten am Heck von unserem GT63 geht es auch schon weiter. Der ganze Bumper, also das ganze hintere Stück, wurde einmal komplett ausgewechselt. Dann haben wir jetzt einen wunderschönen Carbon-Diffusor, der bis hier vorne geht. Das haben wir jetzt auch in Carbon. Das war auch wieder einfach nur aus Plastik beim normalen GT und das sah ein bisschen langweilig aus. Aber da das ganze Teil hier ausgewechselt worden ist, hatte man jetzt natürlich viel mehr Spielraum, viele kleine Carbon-Elemente einzubauen. Jetzt muss ich kurz aufstehen, weil das ist zum Beispiel auch neu. Das hat man beim normalen GT63, ist diese ganze Fläche hier einfach, ja, nichts. Da ist gar nichts außer Lack und eine Form. Und jetzt haben wir dieses schöne Carbon-Element hier. Und gehen wir noch mal ein bisschen runter, denn wir müssen uns noch mal den Diffusor anschauen. Denn diese ganzen Details hier, wie viele Kanten und Formen das Ding hat, ist echt schön. Das ist einfach toll, das zu sehen, wie alles einfach aus einem Teil gemacht worden ist. Nichts geklebt. Und mit dem neuen Bumper passt es natürlich auch perfekt. Der Bumper ist aus normalem Material, also Kunststoff, wurde dann komplett schwarz lackiert und auch genau die gleiche Geschichte hier wieder PPF drüber gezogen. Dann kommen wir zu dem Ding, was wir bei unserem GT63 nicht haben von dem Inferno-Kit. Und das ist der Heckspoiler. Der Heckspoiler für den Inferno GT63-Kit hat hier so eine, na, ich würde es fast Flosse nennen, auf beiden Seiten. Also hier solche Teile, die dann ausstehen, das sieht ein bisschen komisch aus, finden wir. Und deswegen haben wir belassen und gesagt, komm, wir behalten den Spoiler, den wir von AMG bekommen haben. Und da das Carbon eh matcht, sieht es für uns so am besten aus. Soweit zu unserem Top Car Inferno Body Kit. Jetzt möchte ich noch mal kurz ein Riesendanke an Elite Rap geben, denn die Jungs haben wieder alles perfekt gemacht, wie immer. Die machen einfach die beste Arbeit, ist einfach so. Und ja, das Auto wurde komplett mit X-Pel Stealth bezogen, hat eine ganze Crytek Ceramic Mega 8 Schicht drauf. Das heißt, wenn man ein bisschen Wasser drauf kippt, das pellt direkt alles ab und sieht einfach mega aus. Die ganzen Carbon-Elemente, wie zum Beispiel unser Carbon-Dach, sind im Gloss PPF gehalten, damit man den schönen Kontrast zwischen dem Satin und dem Gloss hat. Aber ja, das ist unser AMG GT63S. Unglaublich schönes Auto. Und ein Detail, was ich fast vergessen habe, sind die Türgriffe. Man kann hier leider aus irgendeinem Grund bei AMG nicht mehr schwarze Türgriffe bekommen. Das obere Teil wird immer in Chrom sein, auch wenn man das Night Package nimmt. Finde ich echt schade, aber das hat Elite Rap natürlich auch mit ein bisschen schwarzer Folie gelöst und somit sieht das Auto in unseren Augen einfach perfekt aus. Falls ihr denkt, dass hiermit das Projekt GT63S fertig ist, liegt ihr richtig falsch. Das war nur einer von den Schritten, die wir jetzt fertig haben. Zwei große Projekte kommen noch fürs Auto. Die werden wirklich sehr, sehr spannend. Aber dafür musst ihr noch ein bisschen warten, aber auch nicht zu lang. Von dem her, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Auto. Denkt dran zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.